Es ist Freitag, 18 Uhr und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Apple News. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Heute wollen wir ein bisschen über die Apple Watch für nächstes Jahr sprechen. Nicht nur positive Meldungen der letzten Wochen machen da die Runde, auch eine etwas negative oder gedämpfte Meldung hat da diese Woche die Runde gemacht. Da wollen wir ein bisschen drüber quatschen. Wir wollen über mögliche OLED-Displays für weitere iPads sprechen. Natürlich auch ein bisschen über das neue iPhone für nächstes Jahr, denn die Gerüchteküche läuft da so langsam auch an. Und da gibt es natürlich am Ende des Videos wie immer ein kleines One More Thing von meiner Seite. Ich würde sagen, wie immer, vollgepackte Themen und damit die Ausgabe nicht zu lang wird, steigen wir doch direkt ein. Vor ein paar Ausgaben hat die Meldung die Runde gemacht, dass die Apple Watch Series 10 oder Apple Watch Series X zum 10. Jubiläum Ende 24 oder Anfang 25 ein neues Design und ein sehr großes Upgrade bekommen soll. Und Ming-Chi Kuo sagt, das könnte durchaus auch sein, beziehungsweise er dementiert nicht, dass wir ein neues Design bekommen werden, aber er behauptet auch, dass wir nicht unbedingt signifikante Innovationen sehen werden. Bedeutet, vielleicht gibt es ein neues Design, vielleicht tut sich sonst aber auch gar nicht so viel bei der Apple Watch. Bedeutet am Ende des Tages, neue Sensoren für neue Health-Technologien und so weiter werden höchstwahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr kommen. Wir sprechen da zum Beispiel über den Blutzucker und andere Dinge. Und am Ende des Tages könnte es sein, dass die Apple Watch Series X eine Apple Watch Series 9 in einem frischen Design ist. Ich glaube am Ende des Tages, ehrlich gesagt, dass das ausreicht. Aber an dieser Stelle vielleicht interessant, falls der ein oder andere erhofft hat, dass es so ein Schritt wie mit der Series 4 damals war, wo es nicht nur das neue Design, sondern auch zahlreiche neue Optionen gab, wie zum Beispiel auch den bahnbrechenden EKG-Sensor. Damit sollte man nächstes Jahr vielleicht noch nicht unbedingt rechnen. Ich glaube, es reicht aus, um die Nachfrage wieder ein bisschen anzukurbeln, denn die Quelle behauptet auch, dass diese in diesem Jahr tatsächlich durch die mageren Updates der letzten Jahre um bis zu 15% einbrechen wird. Erstmals übrigens für die Apple Watch. Und da reicht wahrscheinlich am Ende des Tages ein neues Design erstmal aus, um diese Nachfrage wieder ein bisschen anzukurbeln. Aber ich bin mal gespannt, wann Apple dann auch mal wieder neue Technologien oder beziehungsweise neue Sensoren in diesem Bereich einführen wird. Das iPad Pro wird höchstwahrscheinlich im Frühjahr 2024 den Schritt zu OLED gehen. Haben wir schon oft darüber berichtet und es gibt wirklich viele gute Quellen, die das behaupten. Allerdings werden auch die anderen iPads nach und nach auf OLED umgestellt, hieß es jetzt diese Woche. Und das direkt von zwei Quellen. Einmal das iPad Air und auch tatsächlich das iPad Mini sollen ein OLED-Panel von Apple spendiert bekommen. Über das normale iPad wird nicht gesprochen, über das Basis-iPad, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das ein OLED-Display bekommt oder zumindest nicht in absehbarer Zeit. Denn das iPad Air und das iPad Mini werden erst deutlich nach dem iPad Pro folgen. Vielleicht erst 2025, vielleicht sogar das ein oder andere Modell erst 2026. Bedeutet, Apple lässt sich mit diesem Schritt eine ganze Menge Zeit. Und falls das Basis-iPad vielleicht irgendwann auch mal ein OLED-Display bekommt, dann 2027, 2028 oder vielleicht sogar erst noch später. Aber ich finde es schön zu sehen, dass LCD so langsam ein bisschen ausstirbt. Und dass da OLED auch bei den iPads in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema sein wird. Wo es allerdings noch kein großes Thema sein wird, ist bei den MacBooks. Die sollen zwar auch den Schritt zu OLED gehen, aber da hat Ross Young diese Woche mal wieder verraten, das wird mindestens oder voraussichtlich noch circa 3 Jahre dauern. Also 2026 oder 2027 werden wir diesen Schritt beginnend mit dem MacBook Pro wahrscheinlich auch sehen. Aber da hält Apple noch deutlich länger an der aktuellen Display-Technologie fest, was aber in meinen Augen vielleicht auch gar nicht so tragisch ist. Ich nutze tatsächlich im Alltag das aktuelle MacBook Pro, was auch da bei OLED wieder den Anfang machen soll. Und das hat ein Mini-LED-Panel, welches in meinen Augen auch wirklich hochwertig ist. Bedeutet, natürlich ist ein wirklich gutes OLED-Display am Ende des Tages immer noch mal eine Ecke besser, aber der Unterschied ist jetzt nicht so gravierend, dass ich sagen würde, da muss dringend das Upgrade her. Wo sich allerdings der ein oder andere etwas dringender ein Upgrade wünscht, ist natürlich die Zoom-Kamera im kleinen iPhone Pro Modell. Und da hieß es diese Woche erneut, oder hat eine ältere Quelle, die das schon mal behauptet hat, bekräftigt, nächstes Jahr werden wir definitiv die Tetra-Prisma-Kamera, die jetzt die Apple dieses Jahr im iPhone 15 Pro Max eingeführt hat, mit dem guten 5-fachen Zoom, und ich habe das auch schon im Alltag getestet, der ist wirklich sehr brauchbar, werden wir auch im iPhone 16 Pro sehen. Also im kleinen Pro-Modell und natürlich auch parallel im großen Pro-Modell, das verschwindet er natürlich nicht. Das ist die Sache, die wir da nächstes Jahr sehen werden. Ich habe die aktuellen iPhones jetzt mittlerweile einige Tage im Alltag im Test, sowohl das kleine als auch das große Modell, und muss auch sagen, diesen 5-fachen Zoom hätte ich tatsächlich auch gerne im kleinen iPhone. Wahrscheinlich wird man mit dem Nachteil leben müssen, dass das kleine iPhone dadurch ein bisschen größer wird. Es soll ja von 6,1 auf 6,3 Zoll anwachsen. Ist eine Sache,
die ist vielleicht noch okay, kann man mit leben, aber diesen Zoom soll es dafür geben. Aber eine Sache habe ich auch festgestellt, die ich mir dann nächstes Jahr auch wünschen würde, das ist eine etwas höhere Auflösung. Das sieht man bei anderen Konkurrenzmodellen mit Android. So eine Periscope-Technologie oder Theta-Prisma-Technologie, wie sie Apple nutzt, ist wirklich gut, aber eine noch etwas höhere Auflösung würde auch dem iPhone 15 Pro Max nicht schaden. Dementsprechend würde ich mir nicht nur wünschen, dass wir diese neue Technologie im kompakten iPhone sehen, sondern vielleicht auch mal einen neuen Sensor mit einer etwas höheren Auflösung. Womit wir bei meinem One More Thing diese Woche werden, und das ist eine Entwicklung, die ich persönlich relativ spannend finde, denn Google hat sich in diesem Jahr auf eine Sache eingeschossen. Sie greifen Apple wieder etwas frontaler an. Sie wollen nicht nur die Pixel-Reihe pushen, aber sie wollen auch dafür sorgen, dass die Nutzer wieder weg vom iPhone wechseln, denn der Smartphone-Markt ist gesättigt. Da gibt es kaum noch neue Nutzer, die sich ein Smartphone kaufen. Und jetzt geht es natürlich am Ende des Tages darum, die Nutzer von einer anderen Plattform in die eigene Plattform zu holen. Und da gibt es eine Sache bei Apple, die vor allem in den USA und in anderen Ländern, das kann man sich hier gar nicht so genau vorstellen, sehr stark dafür sorgt, dass die Nutzer tatsächlich im Ökosystem von Apple bleiben. Und das ist iMessage. Die EU hat das Ganze tatsächlich sogar schon mal geprüft und kein Problem mit iMessage, das darf ein geschlossener Dienst bleiben, aber in den USA ist das ein wirklich, wirklich wichtiges Thema, wenn man sich ein Smartphone kauft, ob man iMessage hat oder nicht, vor allem vielleicht auch bei Schülern tatsächlich ein wichtiges Thema, ob sie in der Gruppe mitkommunizieren können und das ist tatsächlich etwas, was die Nutzer im Ökosystem von Apple hält und dafür sorgt, dass man sich keine Gedanken macht, was für ein Smartphone man sich kauft, sondern was für ein iPhone man sich kauft. Und das ist Google natürlich ein Dorn im Auge, denn sie wollen mit der Pixel-Reihe noch erfolgreicher werden und da muss man eben dafür sorgen, dass man das Ökosystem, das eigene stärkt, aber natürlich auch das anderen ein bisschen schwächt. Und da hat man sich darauf verständigt, dass man sagt, okay, RCS ist ein allgemeiner Standard für Nachrichten, den unterstützen wir, den pushen wir in Android und wir schauen, dass wir das Ganze entsprechend ausbauen. Und da lässt man jetzt auch die ersten Werbekampagnen tatsächlich laufen, wo man sagt, hey Apple oder auch Apple-Nutzer, die man versucht damit anzusprechen, überzeugt doch mal Apple davon, dass sie auch RCS in ihre Nachrichten-App einbauen. Und mittlerweile ist auch Samsung auf diesen Zug aufgesprungen und unterstützt Google tatsächlich in dieser Botschaft als Marktführer. Und zusammen wollen sie dafür sorgen, dass Apple dieses offizielle Protokoll, welches mittlerweile auch durchaus viele Hersteller unterstützen, ebenfalls unterstützt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Apple das Ganze freiwillig macht. Bei USB-C hat es die EU benötigt, dass sie sich von Lightning trennen. Und wenn keine große Behörde dieser Welt sagt, dass sie iMessage öffnen müssen, dann glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass ein paar Werbekampagnen von Google und von Samsung dafür sorgen werden, dass sie das Ganze machen. Aber ich fand es einfach mal eine interessante Entwicklung zu sehen, was die Konkurrenz da mittlerweile oder was die Smartphone-Hersteller mittlerweile auf sich nehmen oder wie sie vorgehen, um eben gesagt gegen die andere Konkurrenz vorzugehen. Denn am Ende des Tages ist nicht mehr die Hardware alleine entscheidend. Das sind alle Smartphones am Ende des Tages heute gut und können miteinander verglichen werden. Aber das Ökosystem dahinter, das hält viele Nutzer dann eben bei Android, bei iOS oder wo auch immer gefangen. So, das war's von meiner Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen der aktuellen Ausgabe. Lasst auch gerne jetzt ein Abo da, dann habt ihr jeden Freitag um Punkt 18 Uhr eine frische Ausgabe in eurer Abo-Box. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.